Auf der IAA 2015 feierte der neue Opel Astra Premiere. Ein Auto, das die Golfklasse aufwirbeln und dem Platzhirsch ganz schön Angst einjagen könnte. Ob der Kompakte aus Rüsselsheim die nötigen Anlagen mitbringt, haben wir für Sie getestet. Downsizing heißt nun auch bei Opel die Devise. Unser Testwagen wird von einem Dreizylinder-Turbobenziner angetrieben. Aus einem Liter Hubraum schöpft der Motor immerhin 105 PS und ist flotter unterwegs, als man dem kleinen Aggregat zutraut. Der Opel Astra K, wie die aktuelle Modellreihe heißt, ist deutlich dynamischer, aber auch kompakter als der Vorgänger. Der Wagen soll eine breite Zielgruppe ansprechen und verzichtet dafür auf eine polarisierende Formensprache. Überdies ist er um ganze 5 cm kürzer und konnte 200 kg abspecken. Das geringere Gewicht merkt man auch beim Fahren. Der neue Astra fährt sich direkter und präziser. Leider muss der 1 Liter Dreizylinder-Benziner noch mit einem 5-Gang-Getriebe auskommen. 6 Gänge wären natürlich schöner, aber immerhin lässt sich das Getriebe angenehm leichtgängig schalten. Schön ist auch, dass die Bedientasten für den Bordcomputer endlich auf das Lenkrad gewandert sind. Das macht's viel einfacher. Auch den ADAC-Ausweichtest meistert der neue Astra mit Bravour. Mühelos lässt sich der Wagen um die Pylonen dirigieren, ohne dabei nervös zu wirken. Bei einer Vollbremsung aus Tempo 100 braucht der Astra gut 35 Meter, bis er zum Stehen kommt. Allerlei aktuelle Assistenzsysteme dürfen natürlich nicht fehlen. Auch bei den Verbrauchswerten kann sich der neue Astra sehen lassen. 5,2 Liter Superbenzin genehmigt sich der Kompaktwagen auf 100 Kilometer. Das ergibt eine CO2-Bilanz von 142 Gramm pro Kilometer. Sein Abgas ist sauber, auch wenn noch Optimierungspotenzial besteht. Unterm Strich reicht es für 4 von 5 Sternen im ADAC Ecotest. Obwohl der Astra im Vergleich zum Vorgänger kürzer geworden ist, bietet er im Innenraum etwas mehr Platz, vor allem im Fond. Das Cockpit ist nun deutlich übersichtlicher gestaltet. Das neue OnStar Entertainment-System überzeugt durch gute Konnektivität, zum Beispiel mit Apples CarPlay. Der Kofferraum fasst ordentliche 335 bis 705 Liter. Die breiten C-Säulen stehen ganz im Zeichen des Designs und schränken die Sicht unnötig ein. Mit dem neuen Modell hat Opel seinen Astra konsequent weiterentwickelt. Im Infotainment-Bereich haben die Rüsselsheimer nun aufgeschlossen und auch bei den Motoren und bei den Assistenzsystemen hat Opel moderne Technik im Angebot. Unser Innovation-Modell kostet knapp 22.000 Euro und ist damit kein Schnäppchen mehr, aber es hat auch schon viel Ausstattung an Bord. Wobei, mehr geht natürlich immer.